Confession. Also praktisch, ich... Genau, fahre das Flaggestuch also einfach am Meer entlang und am Horizont erscheint eine kleine Insel. Da fahre ich doch hin. Auch ganz nett, die Insel sieht ein bisschen aus wie ein Fisch. Wenn man es erkennt, rechts die Flosse, links die Zähne als Berge und das Auge ist das Dörfchen hier. Kleines Fischerdorf. Ah ja, okay. Er ist ein Fischer und naja, ihr Vater ist auch ein Fischer, das konnte er sein. Er will auch ein guter Fischer werden wie sein Vater. Ah, und dieses Land heißt Tuna Cola. Es gibt hier einen großen Fisch. In Sushi Cola. Also praktisch da, ja, also auf jeden Fall ist da ein großer Fisch draußen, hat uns unter auch gesagt, dass da einer so eine Art Walrum saust. Sein Name ist Bait oder Bate. Heute hat er einen Jungen getroffen. Auch. Ah, genau. Nee, er hat heute jemanden getroffen, praktisch, der sucht eigentlich mich. Der ist auch von Sea Island. Und er ist nach Osten gefahren. Okay. Das heißt praktisch, ich muss jetzt da auch hin. Lauter Fischermänner, eine Oma, aber wo sind die ganzen Frauen? Seltsam, nur Kinder. Na gut. Also alles deutet darauf hin, dass ich nach Osten muss. Weil mich da jemand gesucht hat. Und ja. Ahne nichts weiter. Fahr natürlich hier so schön. Einfach mal so Richtung. Mitten stoppt mein Schiff. Wow, und ich werde verschluckt. Scheiße, ne? Bin jetzt im Magen, also im Inneren von einem Ball. Und sieh an, ein Bekannter. Da ist ja Babu. Oder Babu. Der Assistent vom Dr. Jones, den wir auf der ersten Insel gesehen haben, eben. Ob ich mich an ihn erinnere? Natürlich. Jetzt hat er mich endlich gefunden. Ein bisschen schlechte Umstände wahrscheinlich, aber wir sind jetzt natürlich im Bauch von dem Wall. Er muss mir was Wichtiges sagen, warum mein Onkel gekidnappt worden ist. Das ist ein fliegendes Schiff praktisch, ein Raumschiff wahrscheinlich, ist im Himmel erschienen. Und er hat mir davon nichts erzählt. Er war ängstlich, also er hatte Angst davor, das mir zu erzählen. Und jetzt hat er eben durch Southern Cross ist er mutig genug gewesen, mir jetzt das zu sagen und mich zu finden. Und ja, er hatte eben so viel Angst und entschuldigt sich dafür. Und jetzt müssen wir ihm aber helfen, ne, dem Onkel. Jetzt müssen wir aber auch dazu erstmal auch raus, also aus diesem Walbauch hier rausfinden. Er hat ja dieses tolle Floß, das will er jetzt anzünden. Also praktisch, er will jetzt den Wal zum Niesen bringen, so damit wir rausgeschleudert werden. Großes Feuer machen. Und ja, er hatte ursprünglich ein Feuerzeug, aber oh nein, das war in der Tasche. Jetzt nicht mehr. Mist. Er hat's wohl verloren durch den ganzen Trubel. Aber es muss hier irgendwo sein. Also das heißt, ich muss dieses Feuerzeug finden, damit er sein Floß anzünden kann und wir ganz viel Rauch erzeugen können. Gut. Ah, falsch. Mei, wo fahre ich noch hin? Also für den Anfang ist es schwierig, weil man ja immer nur bestimmte Teile sieht hier. Und die Musik es auch nicht besser macht. Also das Ziel ist es, so lange wie möglich mit dem U-Boot zu fahren. Im Wasser. Genau, jetzt bin ich richtig. Hier gibt es ja ganz viele andere Wege, aber kann ich ja zeigen, da geht es nirgendwo hin. Dann ist hier so, da unten ist dann mal eine Sackgasse. Den Weg sparen wir uns jetzt. Halt.
können wir jetzt aussteigen. Und was sieht, na, noch nicht, aber jetzt gleich sehen wir das Feuerzeug. Die Fischgeräte hier zeigt bloß, dass man hier nicht durchgehen kann, also praktisch. Eine Wegversperrung. So, auf geht's wieder zurück. Da gibt's hier diesen einfachen, tollen Trick. Hier einfach tauchen. Und wir scheinen da, wo wir vorher dann mal, schon, wo ich vorher schon falsch gefahren bin. Und schon sind wir wieder am Anfang. Also, geht aber nur zum Rückweg. Hier ist ein Feuerzeug. So, machen wir Feuer. Es wird immer rauchiger, viel rauchiger. Man kann kaum mehr was sehen. Es wird einfach, ja, fast schon Rauchvergiftung. Und der Wal merkt es auch. Zack, zack. Verschwindet bloß. Perfekte Landung. So. Ja, er wird, also wenn das, er wird nie wieder rauchen, sagt er. Und ja, jetzt will er mir noch die letzten Worte von Dr. Jones anvertrauen. Böse Aliens von einem fremden Planeten. Verzeih Mike, ich soll praktisch, er soll mir verzeihen, praktisch den letzten Brief, den ich von ihm habe, in Wasser halten soll. So, ob ich das uns verstehe? Ja, soweit schon. Also praktisch, er wurde von dem fliegenden Schiff entführt. Ich soll jetzt praktisch den Babu hier lassen. Und Dr. Jones helfen. Gut. So. Gehen wir mal in dieses Raumschiff. Raumschiff. In meinen Subsea. Wir begrüßen meinen Navcom. Und ja, jetzt will er natürlich die Frequenz wissen. Was hat Babu gerade gesagt? Ich soll die Post, die mir Dr. Jones geschickt hat, unter Wasser halten. Normale Spieler, die jetzt hier das Spiel auf Emulator haben, denken sich, was wollen die jetzt von mir? Das ist also eigentlich ganz interessant, weil früher beim NES-Spiel war nämlich so ein kleines Schriftstück dabei. Das habe ich sogar noch daheim. Wenn man das in Wasser legt, ist eine Geheimschrift aufgetaucht und folgende drei Ziffern waren darauf zu sehen, die eben die Frequenz angeben, praktisch wo der Dr. Jones sich hinbegeben hat. Und ich werde die Zahlen nie vergessen. Das wäre die 7 4 7. Genau. Und jetzt wirklich, wenn man eine andere Zahl eingeben würde, wäre das die falsche. Das wird der Navcom dann sehen. Wenn man jetzt gar keine Ahnung hat, muss man halt alle Zahlen durchprobieren. Also 999 Möglichkeiten hätte man dann. Wenn man von hinten anfängt, ist man vielleicht, glaube ich, glücklicher dran. Aber es war eben im Original NES-Spiel. Also nur wenn man das so gehabt hat, dann hat man damals ohne Internet und ohne Ding, also dann den richtigen Riecher gehabt, wie es weitergeht. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt damit auf den richtigen Kurs. Und er steuert das jetzt mal an. Gut. Los geht's. Babu bleibt hier. Vielleicht holen wir ihn irgendwann später mal.